Begriff Standort. Zunächst einmal, was ist der Standort? Der Standort ist der Platz, an dem sich das Unternehmen, an dem sich der Betrieb niederlässt. Und hier gehen wir speziell auf den Handelsbetrieb ein. Warum? Weil der Standort für den Handelsbetrieb ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist. Also der Standort ist der Platz für den Handelsbetrieb, aber natürlich auch für jeden anderen Betrieb. Wenn man nun den Standort auswählt, kommt man zu Entscheidungskriterien. Wir treffen Entscheidungen immer aufgrund von Kriterien, sei es auch unbewusst. Das heißt, das hier nennt man die Standortwahl. Sie führt uns automatisch zu Entscheidungskriterien und diese Entscheidungskriterien haben einen speziellen Namen. In diesem Fall, sie heißen Standortfaktoren. Die Entscheidungskriterien für die richtige Standortwahl heißen Standortfaktoren. Was sind diese Standortfaktoren? Nennen wir mal einige. Da ist zum Beispiel die Infrastruktur vor Ort und insbesondere bezieht sich das hier auf die Verkehrsanbindung. Also wie weit ist die nächste Autobahnauffahrt zum Beispiel? Das ist eine wichtige Frage im Zusammenhang mit der Infrastruktur. Dann, weil man ja da einen Handelsbetrieb betreiben möchte, braucht man Arbeitskräfte. Wie leicht kann man Arbeitskräfte vor Ort beschaffen? Dann, ein wichtiger Faktor ist die Gewerbesteuer. Ganz präzise ist es der Gewerbesteuerhebesatz. Es gibt pro Bundesland unterschiedliche oder auch für bestimmte Gewerbebereiche unterschiedliche Hebesätze. Die Grundformel ist, je höher der Hebesatz, desto höher ist letztlich die Gewerbesteuer. Die Berechnung ist kompliziert, aber das ist die Grundregel. Das heißt, man schaut nach Gewerbegebieten mit niedrigem Gewerbesteuerhebesatz. Und da man ja tatsächlich einen Platz braucht, ganz konkret, sind natürlich auch relevant die Grundstückspreise. Auch das ist ein wichtiger Standortfaktor. Dann, da man diesen Betrieb ja betreiben möchte, muss man klären, wie ist es mit der Energie und der Rohstoff. Versorgung. Ja, alles, was man braucht, um den Handelsbetrieb zu betreiben, sieht man hier als Rohstoff an. Wie ist es dann mit der Rohstoffversorgung? Wie leicht, wie schnell und wie preisgünstig ist die Rohstoffversorgung und sind die Energiepreise, Strompreise zum Beispiel, um Kühlanlagen zu unterhalten? Und dann haben wir noch ein Kapitel, das ist ein bisschen grenzwertig. Und zwar staatliche Förderungen. Es ist leider nicht selten der Fall, dass hier mit öffentlichen Geldern Politiker Unternehmen bestechen, dass an bestimmten Stellen Handelsbetriebe eröffnet werden und sich dann feiern lassen, weil sie wieder so großartig Arbeitsplätze geschaffen haben. Also, wie weit kann der Betrieb eventuell staatliche Förderung bekommen dafür, dass er an dieser Stelle den Standort wählt. Alles Gute, Marius. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.